habe heute beschlossen, ein wenig zu slammen, bevor mich meine Gedanken noch gänzlich lähmen. Erlaube mir laut vom Frieden zu sprechen und damit vielleicht auch Tabus zu brechen. Der eine denkt vom Fußball und noch einem Tor, der andere bringt kreative Gedanken hervor. Jedoch mein Bestreben ist es, für den Frieden zu leben. So sind die Menschen verschieden im Denken, dennoch schafft jemand es, alle zu lenken. Oder bilde ich mir das nur ein? Die Gedanken sind doch frei und sollen das auch weiterhin sein. Manche schreibe ich sogar in Facebook hinein. Können sie dann noch immer frei sein? Oder sind die Gedanken im Netz gefangen, ohne die Möglichkeit, jemals wieder die Freiheit zu erlangen? Meine Gedanken kreisen. Und deine? Wie ist es bei dir? Sind deine Gedanken gerade bei mir? Willst du mir folgen, mich ein Stück des Weges begleiten? Oder lässt du dich von anderen Gedanken leiten? Und bist du dabei, bin ich nicht mehr allein. So wollen wir füreinander und miteinander für den Frieden sein. Danke, das gibt mir Hoffnung und Kraft, dass die Menschheit es dann doch noch schafft, den Frieden zu leben und sich gegenseitig Gutes zu geben. Doch Frieden, so scheint es, ist nicht so gewollt. Oder was denkst du, warum man dem Krieg oft mehr Aufmerksamkeit zollt? Ist das so oder bilde ich das mir nur ein? Kann zwischen den Kriegen auf Erden tatsächlich Frieden sein? Wie wäre es mit Frieden auf der ganzen Welt? Oder ist es eine Welt, in der nur Begehrlichkeit zählt? Noch werden Waffen gebaut und ins Ausland versendet. Gleichzeitig wundert man sich, warum der Krieg dort nicht endet. Reicht zum Töten nicht auch ein Messer? Oder wäre es ganz einfach ohne Messer? Der Nachschub fließt, so geht es weiter. Man wird und wird scheinbar einfach nicht gescheiter. Doch wer ist man? Bin das nicht auch ich? Durch die Art, wie ich lebe, beeinflusse ich sicherlich. Ich lebe in Frieden, schön ist das hier. Fühlst du es auch? Oder wie geht es dir? Da fliegt eine Taube rein, rein und weiß. Meine Gedanken dazu? Auch der Friede hat seinen Preis. Frieden bringt jedoch kaum Geld in die Kassen. Die Menschen drängt es dann nicht auf die Straßen. Keine Tumulte, keine Streiks und keine Waffen, nur friedliche Menschen, die noch mehr Frieden schaffen. Warum mischt man sich also im Belange anderer ein? Warum lässt man die anderen nicht einfach nur sein? Öl und Rohstoffe gilt es zu finden, Menschen versklaven, sie an Geld zu binden. Das ist nicht, wie ich es will. Denke, meine Gedanken sind schrill. Ich träume vom Wunderland und von Menschen, Hand in Hand. Gedanken vom Land, wo Milch und Honig fließen. Ströme voll Glückseligkeit über die gesamte Menschheit sich ergießen. Wie ist es richtig? Was kann man tun? Ich nehme mich raus und drehe mich um. Ist das nun richtig oder dumm, in Frieden zu leben, sein Bestes zu geben? Man kann in Gedanken alles sein. Du entscheidest das für dich ganz allein. In meiner Welt darf es friedlich sein. Doch fühle ich mich dadurch auch häufig allein. Wie geht es dir? Bist du noch bei mir? Den Frieden zu nähren kann bedeuten, etwas zu entbehren. Doch die Macht der Gedanken ist grenzenlos. So denke ich mir einfach ein gutes Los. Die Gedanken sind frei. Denke nicht im Einheitsbrei. Erschaffe das Paradies auf Erden, damit alle Menschen endlich glücklich werden. Leben wir in Wolkenkuckucksheim, in der Gemeinschaft oder für sich allein? Für alle kann tatsächlich dieser Frieden sein. Auf rosa Wolken schweben, einfach glücklich und zufrieden leben. Einzig Kinder, die lachen und schöne Sachen. Eine bunte Welt, in der der Einzelne zählt, wo jeder gleich wichtig ist, egal ob jüdisch, Hindu, Muslime oder Christ. Das ist der Traum, für den ich lebe.
und gerne alles ich dafür gebe. Scheint langweilig zu sein, so ein Frieden? Eine Welt, wo Menschen sich schätzen und lieben? Oder warum lassen Menschen zum Krieg sich verleiten? Sie gehen vor Gericht, um Recht zu erstreiten. Blut um Blut, so ist es der Brauch. Flammende Städte, Häuser in Rauch. Anstatt jedem stets das Beste zu geben, entscheidet man sich dafür, in Angst zu leben. Und doch kann es ganz einfach sein, wenn deine Gedanken entscheiden allein. Frieden fängt eben schon beim Denken an. Ob ich nun meine Gedanken lenken kann? Da erinnere ich mich an einen jungen Mann. Jordanien, ein fernes Land. Da nahm ich ein Junge an die Hand. Er lud mich ein, bei ihnen zu sitzen. Im Schatten, da braucht man nicht zu schwitzen. Ich bin hier die Fremde, dennoch offene Hände. Und sein offenes Herz verursacht bei mir Schmerz. Freude und Neugierde sind auch da. Tralali, tralala. Seine Herzlichkeit ist für mich beschämend, mich fast lähmend, idyllisch und einfach das Drumherum. Mein Herz antwortet laut, bum, bum, bum. Steine und Wüste scheinbar im Nirgendwo. Ich fühlte mich leicht und unendlich froh, konnte nicht seine Sprache sprechen. Ein offenes Herz half, die Begrenztheit zu brechen. Ein Kessel heißes Wasser auf einem offenen Feuer. Für uns Europäer ein echtes Abenteuer. Für die Beduinen Alltag und einfach nur sein. Sie luden uns zum Kaffee ein. Die Jordanier wirkten weder beklemmt noch beschränkt. Es fühlte sich ganz so an wie das, was man Frieden nennt. Diesen Frieden, ich durfte ihn erleben. Deshalb möchte ich ihn heute an dich weitergeben. So du willst, sei Friede mit dir. Danke fürs Zuhören heute und hier. Friede sei mit dir.